Feuer, Glut und Herzblut. Der Grill-Podcast mit Martin Block und Nico Buch. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Feuer, Glut und Herzblut, dem Grill-Podcast. Ja, Martin, wir sind heute wieder ein bisschen unterwegs. Heute in Köln auf der Spoga Gafa, der Garten- und auch ein bisschen Grillmesse. Und ja, hi. Ja, hallo erstmal. Ja, wir sind heute wieder auf der Spoga. Vor 2 Jahren waren wir das letzte Mal ja hier. Letztes Jahr leider verhindert gewesen und wir sind jetzt auf dem Tramatiner-Stand und da waren wir auch vor 2 Jahren und heute wollen wir mal ein bisschen erfahren, was hat sich geändert seitdem, wie ist der aktuelle Stand, gibt es Neuheiten und dafür haben wir einen Spezialisten hier sitzen und zwar Barni. Hi Barni. Hallo, grüß euch. Ich bin der Barni. Kurz stelle ich mich vor, habe 15 Jahre in Brasilien gelebt. Tramontina Churrasco ist ja ein brasilianisches Unternehmen. Daher kommt auch das viele Rindfleisch, wo wir hier braten. Dazu wurden natürlich jetzt jede Menge neue Produkte entwickelt. In den zwei Jahren passierte sehr viel. Mittlerweile gibt es einen Grillaufsatz, um Spieße wie in Brasilien zu braten, also richtig das Spießbraten, Churrasco zu machen. Dann gibt es jede Menge neue Rezepte bei uns als Flyer, die kann man auch im Internet runterladen, dass ihr seht, wie macht man das alles, was braucht man dazu, ist sogar eine Einkaufsliste dabei. Ja, im Großen und Ganzen war es das schon. Ja, wir waren ja, sagt, vor 2 Jahren schon mal hier und hatten damals hauptsächlich diese Messer noch uns angeguckt und die Spieße. Das war so das, was so die Trends waren irgendwie. Da hat der Rogerio auch gesagt, dass Spießgrillen auf jeden Fall der Trend in Deutschland wird. Und er meinte auch, dass wir jetzt im Rahmen von Deutschland Platz 2 wäre, was der Absatz von Spießen angeht, direkt nach Brasilien. Ja, das ist richtig und das wächst natürlich sehr. Desto mehr die Leute das sehen und probieren, desto mehr wird das Publik, also die Nachbarn sagen, Mensch, wie grillst du hier? Du hast ein Stück Tafelspitz auf dem Spieß, wie soll denn das schmecken? Tafelspitz, das koche ich einfach und mit Meerrettich Sahnesoße vielleicht noch dabei. Und dann probiert er mal ein schönes Stück Tafelspitz abgeschnitten, wo das Fett noch drauf ist. Das ist sehr wichtig, weil das ist der Geschmackträger. Das Ganze wird nur einfach mit grobem Meersalz eingesalzen und nach dem Grillen wird es abgeklopft, sodass das Salz nicht mehr drauf ist, aber es hat sich in das Fleisch eingezogen quasi. Und das ist eigentlich das, wo der Spieß am meisten publik geworden ist, weil die Leute das einfach sehen und Tafelspitz ist in Deutschland ein relativ günstiges Fleisch und es gibt auch, der deutsche Tafelspitz ist durchaus gut, also ich habe das selber ausprobiert mit Uruguay, Argentinien und Deutschen und meine Gäste kannten keinen Unterschied. Ja, das ist natürlich ganz gut, also spricht ja für das deutsche Fleisch. Wobei mir da aufgefallen ist, wenn ich jetzt zum örtlichen Metzger gehe, da ist das Fett dann oft abgetrennt schon. Also dann sieht man ein schönes Stück Fleisch, allerdings ohne diesen wichtigen Fleischdeckel. Deshalb ist es eigentlich ein bisschen schade. Ja, aber also der Barni ist ja auch Koch, ne? Und wie er es schon gerade beschrieben hat, habt ihr das vielleicht schon gemerkt, ne? Also der hat auch ein Händchen, glaube ich, dafür und ein gutes Gefühl. Es gibt auch immer mehr Metzgereien, die sowas euch auch extra machen können. Die wissen schon Bescheid, wenn du sagst, du willst Tafelspitz für Churrasco haben. Oder können was mit dem Begriff Picanha schon inzwischen anfangen, ne? Ansonsten hier in Köln hast du ja zum Beispiel Estilo Argentino, da ist eine sehr, sehr gute Bezugsquelle. Aber auch es gibt so Online-Shops, ne? Ubeef.de zum Beispiel, der Ludwig, ne? Und wie sie alle heißen. Und man braucht am Ende dann nur noch Salz dazu, ne? Und was mir ganz aufgefallen ist in den letzten 2 Jahren, ich sehe immer öfter eure Spieße im Handelshof, in Baumärkten. Wie ist das von der Verbreitung her? Ist das wächst es bei euch oder verändert sich der Markt? Ist es nur Cash and Carry oder auch für die Endkunden? Ja, das ist auch für die Endkunden und natürlich, was uns sehr freut, das ist auch, dass die Gastronomie mittlerweile besondere Grill-Events macht und dazu unsere Spieße benutzt. Und natürlich der Konsument, der sieht es dann irgendwo in einem Restaurant, ähnlicher Effekt wie mit unseren Steak- und Burgermessern, die wir übrigens auch, muss ich zwischengreifen, stark verbessert haben. Die sind jetzt alle mit zertifiziertem FSC-Holz, Spülmaschinen geeignet. Weltweit die einzigen Messer mit Holzgriff, wo Spülmaschinen geeignet sind. Und sogar die Nieten sind aus Edelstahl, dass die nicht vom Salz der Spülmaschine angegriffen werden. Zurück zu den Spießen.
Die Verbreitung der Spieße wird einfach sichtbar in allen Magazinen. Es gibt mittlerweile ein Magazin Fire and Food, der hat ein ganzes Magazin nur dem Spießbraten gewidmet und man glaubt gar nicht, wo überall auf der Welt mit Spießen gebraten wird und was alles gebraten wird. Und da kommen wir eigentlich zurück zu dem einfachen Grillen. Heute wird ja auch Nachtisch alles in den Grill geschoben. Wir sind eigentlich der, wo sagt, wir sind vom Ursprung, wo kommt es denn eigentlich her? Das kommt vom Feuer, von der Pampa. Oder wir als Kinder, wir hatten einfach ein Würstchen auf dem Haselnussstock ins Feuer gehalten. Und das ist eigentlich wieder das tolle Grillen, wo im Grunde alle Leute gerne mögen. Und wenn man jetzt selbst mal so einen Spießgrillen ausprobieren will, wenn man bis jetzt einfach nur seinen Grill ganz normal genutzt hat, wie man das hier in Deutschland so macht, wo findet man denn die Sachen? Einmal haben wir halt gehört, so Handelshof, in vielen Gartencentern mittlerweile und ich denke mal auch natürlich im eigenen Tramontina Online-Shop, oder? Weil vor 2 Jahren, als wir da waren, ging der gerade neu online und der hat sich auch um einiges entwickelt noch mit einem Blog, mit Rezepten, mit allen Infos, die man so für das richtige Picanha dann braucht, oder? Ja, das ist sehr, sehr erfolgreich geworden, der Online-Shop von uns. Am Anfang war er eigentlich gedacht als Info für irgendwelche Interessenten oder für die Verbraucher. Aber die Nachfrage war dann relativ groß, kann ich das Zeug bei euch kaufen? Und dann haben wir uns auch dementsprechend angerichtet, dass jetzt jeder online alles bei uns direkt bei tramontinachurrasco.de bestellen kann. Und natürlich auch dementsprechend die Rezepte runterladen und die Fleischquellen wie Estilo Argentino, wo unser Partner auch ist, argentinische Kohle und Fleisch und alles, dass das halt zusammenpasst. Also beste Qualität bei uns über tramontinachurrasco.de. Das verlinkt man natürlich auch direkt auf unserer Seite dann in den Shownotes zum Podcast. Ja, okay, dann haben wir jetzt ein ganz gutes Update bekommen, was so in den letzten 2 Jahren passiert ist und dann sagen wir einfach mal, grillt mehr mit Spießen, grillt Filet, was war das? Tafelspitz. Picanha, das ist vielleicht eine interessante Information. In Brasilien ist Picanha, also der Tafelspitz, mit dem Fettdeckel um circa 30% teurer wie Filet, wie Rinderfilet. Und das ist ein Beweis dafür, die Nachfrage bestimmt den Preis. In Brasilien, da wollen die Leute kein Filet grillen, weil es einfach zu trocken wird. Die nehmen den Tafelspitz mit dem Fettdeckel und die Nachfrage bestimmt den Preis. Das ist unglaublich, es ist 30% teurer als Filet. Deswegen wird auch hier gerade der Schweinebauch teurer. Zum Beispiel Flanksteak, wenn wir Flanksteak nehmen. Gell? In Brasilien, das war immer mein Lieblingsfleisch, als ich dort gelebt habe. Das heißt Frau Gia dort. Das war das billigste Fleisch vom Rind, wo du kaufen konntest. Aber durch die weltweite Nachfrage jetzt zum Flanksteak, weil das seit 2-3 Jahren ein bisschen Mode wird oder immer mehr Mode wird, ist der Preis quasi explodiert. Das kostet jetzt mehr als das Doppelte wie vor 3 Jahren. Gell? Okay, dann haben wir jetzt Tipps Tafelspitz, Flanksteak und ein paar Spieße und es spricht nichts mehr gegen einen guten Grillabend. Absolut. Und wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr uns immer noch in den Kommentaren was reinschreiben und wir haken dann nochmal nach. Genau, so machen wir das. Okay, dann Barney, vielen Dank für deine Zeit. Du hast ja einiges zu tun, wie wir so mitbekommen haben. Dauernd kommen irgendwelche Leute noch vorbei, winken, grüßen. Und vielen Dank für die Zeit und vielleicht sehen wir uns ja nächstes Jahr bestimmt wieder. Danke euch und viel Erfolg weiterhin. Danke. Tschüss. Danke ebenso. Danke. Ciao. Tschüss.